Zillertaler Steinbockmarsch führt von Ginzling aus durch das Fleutental hinauf zur Mörchner Scharte, vorbei am Schwarzsee sowie der Berliner Hütte, weiter durch das Zemmtal bis hin zum Ziel beim alten Gasthaus Breitlana. Über die gesamte Strecke sind mehrere Lab- bzw. Kontrollstationen verteilt. Es gilt eine insgesamt 30 Kilometer lange Strecke mit einem Aufstieg von 1871 Höhenmetern, einem Abstieg von 1613 Höhenmetern sowie einer Neigung von bis zu 30 Grad zu bewältigen. Zwischen Breitlana und Ginzling ist für die Teilnehmer ein Shuttle-Dienst eingerichtet, der die Sportler wieder zum Ausgangspunkt bringt. Sollte wetterbedingt die Originalstrecke nicht begehbar sein, wird der Marsch auf eine Ersatzstrecke verlegt.